So, hallo alle zur nächsten Folge vom Osborne Mod und wir haben ein kleines Problemchen. Laufen die oder? Okay, Bings noch. So. Schön, mir fehlt eine ganze Folge. Letzte Folge haben wir den Kraken geschafft, wir haben auch die Börter gecraftet. Ich habe schon zum Marsch geblasen, weil wir es endlich geschafft haben, aber. Ja, irgendwie war die Folge kaputt oder die. Pass auf, Fraps hat den Part kaputt aufgenommen und dann hat es nicht weiter aufgenommen. Ich habe es nicht gemerkt und die ganze Folge ist irgendwie verloren gegangen. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber wie man den Kraken grundlegend besiegt und wenn man rangeht, habe ich ja gezeigt. Ich habe einfach hier, Digga, die. Das sind hier die Kraken-Spawn-Eier unter anderem. Warte mal, vielleicht gibt es ja wieder was, was neu gespawnt ist. Uno Don't hat mir gesagt, da wird der Baum spawnen, wo halt der King oben drauf ist. Und das war irgendwie, nein. Nicht der Fall. Ach du Scheiße, ist das schon wieder voll. Und, ja, 22 Queens, Princess, Uno Don't. Wir haben wieder jede Menge Zeug zum Ein- und Aussortieren. Und das ist wieder, zu viel. Also wir haben ihn geschafft und ich habe dann das Schwert gecraftet, das Schwert, das was weiß ich nicht alles. Die Big Birdter erstmal, das braucht man auch, ist ganz nützlich, weil man sieht das so richtig, bam, boah, richtiges dicke Ding und ja, die zieht heftig Schaden. Ich habe auch einfach dann ein bisschen was von den übrigen Spawn-Eine genommen und bin einfach mal durchgegangen, habe ein paar Viecher nochmal gekillt, um mal zu gucken, was passiert und die meisten waren recht easy dann zum Killen. Ich habe oben irgendwie ein paar Sachen zerlegt, Basilisk habe ich ausgetestet, was ich dabei hatte und was weiß ich nicht alles. Jedenfalls... Ich sollte mal gucken. Vor allem auch, was wir als nächstes machen. Ich würde erstmal ein bisschen durchgehen, vielleicht noch ein paar von den Mobs durchschreddern, die wir eigentlich noch gar nicht gemacht haben. Und vielleicht noch mal ein bisschen Inventar aufräumen, denn ich habe wieder jede Menge Zeug hier drin. Ich kann nicht bei sonstiges oder... was hier? Rüstung, bei Rüstung. Ich könnte mal den zweiten Bogen da rein tun. Den habe ich mir mal gemacht zur Sicherheit. War das schon in der Folge davor? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mir jedenfalls Mortha... Ich habe mir nochmal einen extra Bogen gemacht. Das ganze Folge davor war. Und ich habe mir auch mal die Rüstungswerte angeschaut. Folgendes. Tiger Eye Chest ist schon mal an sich nicht schlecht. Es gibt nur eine Sache, die besser ist. Und das ist hier die Experience Armor, die ist besser. Und die Ruby Armor. Die Ruby Armor Equipment ist um einen Punkt jeweils besser als die Tigress Armor. Also Experience ist schon mal gut, dass ich drin habe. Und halt hier Ruby Boots oder so werden passend. Und als nächstes wäre dann Mobzilla Armor, Queen Armor und glaube ich noch irgendwas dazwischen. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls wären so die nächsten Schritte. Und ich warte und überlege, wie machen wir es denn jetzt? Ich habe hier wieder mal keinen Überblick. Kein Plan, was ich machen soll. Ich kann das gar nicht mehr alles einsammeln und das ist zu übertrieben. Vielleicht nochmal kurz durchgehen, ein bisschen Zeug loswerden. Hier, pack mal bei sonst, suche ich mal den Fisch wieder raus und habe ich wieder alles voll nur mit Spawn-Eiern. Das ist unfassbar. Das ist so schlimm. Ich denke jedes Mal, ich verliere irgendwas, wenn ich die hier liegen lasse. Tue ich natürlich nicht, aber ich würde am liebsten... so wahnsinnig voll hier. Kann ich hier mal aussortieren? Hier sind wieder Attacks. Gut, übrigens brauche ich gar nicht machen. Ich kann einfach das No Don't machen. Ne, ist einfach Scorpions. Nein, wo war No Don't? Wo waren das No Don't? Ich glaube, es war am Anfang irgendwo drin. So, weil hier, ne... Genau, das sind Kraken. 24 Stück habe ich. Kann ich mir verholen. Und habe ich einfach was genommen. Bam. Und dann hatten wir es auch schon. Und ja, die Sache ist die, was machen wir jetzt im Anschluss? Ich will nicht ewig weit rumgeiern. Ich würde gerne mal zeigen, was das Big Bird da Ding so kann. Und in der Zwischenzeit würde ich mal vielleicht so ein paar etwas, in Anführungszeichen, leichtere Sachen hier holen. Crystal Urchin. Oder was? Mantis. Den kann man mal Mantis gerne holen. Nochmal Mantis. Warum hat sie es hier nicht gestackt? Das muss ich doch stacken. Und das ist sicher auch Cliffracer und Cliffracer. Die müssen sich auch stacken. Hier sind auch Sachen drin, die haben sich alle nicht gesteckt. Die haben sich alle nicht gesteckt. Das ist blöd. Hier geht so viel Platz verloren. Creeping Horror, Large Worm. Okay, dann geht's wieder nicht auf. Hier, das ist zum Beispiel Birds und Birds. Warum ist das nicht gesteckt worden? Oder das da? Kein Plan. I have no idea. So. Und dann würde ich sagen, testen einfach mal ein... paar kleine Sachen aus, gehen wir kurz hier durch, zack, hab den Inventar voll. Und wir gucken mal, was das Schwert alles drauf hat. Nur um es mal kurz zu testen. Jetzt haben wir nicht die Börter fertig. Das war im Prinzip recht einfach. Also, ich mir mal den Zahn vom Dings hab, einfach alles zusammenwurschteln und dann gab's fette Big Börter. Vielleicht können wir noch ein schönes Thumbnail machen, so hier, so, ne? Kann ich ja so. Oh yeah, bam. Ja, das Schwert oben ist über dem Gras, zack, so. Okay, dann hätten wir schon mal wieder den nächsten Thumbnail fertig. Ein Frosch. Uff. Also, man kann hier so ziemlich alles fast one-hitten und übrigens hier so Cliff Racer brauche ich gar nicht spawnen, kann ich wegfahren. Hier ist noch ein Water
Ne, den habe ich nicht gespawnt. Der ist so gespawnt. Sea-Monster war jetzt nicht so pralle. Brauchen wir eigentlich auch nicht spawnen. Water Dragon, kann ich das mal hier. Ah, was Beispiel. One-Hit. Du musst, gehst einfach hin und machst. Ups, nein, nein, nein. One-Hit. Das Ding hat eine übelste Reichweite. Hier. Warte. Zack, und du kannst von hier hinten noch schlagen. Das ist so ultra und du kriegst einfach jede Menge Zeug raus. Und what? Der hat eine Axt gedroppt hier, so eine. Ultimate Axe. What? Hier. Aber eigentlich brauche ich die auch wieder nicht. Brauche ich gar nicht mehr. Wir gucken mal sonst was noch. Kamarasaurus. Ich glaube, von dem haben wir, glaube ich, nichts mehr gehabt, oder? Achso, doch, das war so ein Littlefoot-Ding, ne? Ich kann auch zähmen irgendwie. Der macht eigentlich nichts außer süß aussehen, aber komm weg damit. Gut. Die Spawner, das ist eine Gazelle. Die finden wir noch in der Prawn End Dimension. Und die kann man auch ganz einfach legen. Das sind eigentlich ein passives. Macht Triffid. Kann ich hier. Hört sich voll laserartig an. Habe ich die Sounds wieder leiser gestellt? Wieder 6? Nein, wieder 6. Music and Sounds. Ich habe es ein bisschen leiser gestellt. Ich stelle mal wieder auf 20 hoch. So, Und Green Goo. Kann wieder weg. So. Ein Boyfriend. Die spawnen random, aber Boyfriends brauche ich nicht. Wenn dann Girlfriends. Slimeball kann weg. Spawn Aliens. Die haben auch gehabt hier. Boah, One Hit. Ja, die. Ich mach die Sounds wieder runter, falls jemand was dagegen hat. Ich mach's mal auf 10. Aber. Was das für eine Reichweite ist, die so ultra. Und damit kommt man auch ein bisschen besser an. Alter, das sind die so laut. Ich spawne nie wieder in Alien. Spreche ich hier. Ein Cubie kann man machen. Ja, der greift mich aber an der Stelle auch an. Aber ist zum Glück One-Hit wegen dem coolen Schwert. Das droppt halt jede Menge anderes durch. Burta ist jetzt wieder ein High-End-Schwert. Das hat 500 Effekte. Und wir sind schon richtig weit gekommen in dem Mod, um es mal so auszudrücken. Also nicht wunder, dass wir jetzt hier fast alles One-Hitten. Malonoid war wieder so ein Maulwurf-Dings. Wart. Ich hab's schon gekillt, aber trotzdem. Hast du mal eingebuddelt? So, alles One-Hit. Oder fast alles One-Hit. Okay. Ich hoffe, da hinten war One-Hit. Nein, war er nicht. Boah, ist er überlebt. Jetzt ist er One-Hit. Whoop. Ich wollte noch den letzten, damit wir die Spawn-Air loswerden. Alles klar. Boah. Nicht mehr mit dem Sperrter kannst du so schnell hier das Dynamic machen. Egal. Folgendes. Ich sollte sortieren. Ich überlege mal, was wir uns jetzt machen. Ich würde sagen, mit dieser Rüstung gehen wir mal wieder gleich in die Unstable End Dimension und versuchen da mal ein paar Dungeons zu clearen, weil da gibt es unter anderem Dungeons. Und die wären durchaus ein attraktives Ziel, wo wir als nächstes mal hingehen könnten. Und deshalb machen wir das auch. So, kurz reingehen und gleich mal kurz was essen. Und dann testen wir einfach mal ein paar von diesen Dungeons durch, die vorher vielleicht so ein bisschen hart aussahen, wo wir nicht viel machen konnten. Aber, ich müsste noch ein paar Rubies haben. Da. Ich habe sogar Ruby Boots. Und die Ruby Boops nehme ich mal. Die Ruby Boops, genau. Die Ruby Boops nehme ich mal ganz kurz und ziehe sie mal aus und tausche sie gegen was Vernünftiges an der Stelle. So, soviel zum Thema Ruby Boops. Oder so. Dann, bisschen was zu essen hätte ich mir vielleicht auch noch mal raussuchen sollen. Ich hoffe, das soll ich ja. Egal. So, einerseits das. Bosse möchte ich hier erstmal noch keine spawnen, denn zum Beispiel King oder sowas, den kann ich mir auch an entsprechenden Stelle holen, wo der halt wirklich lebt an der entsprechenden Stelle. Das heißt, den gibt es in der Brown Ant-Dimension, versuchen die Mobs schon da zu kriegen, wo sie spawnen. Und deswegen gehen wir dann, wenn es ums Bosse geht, mal verschiedene Dinge rein. Dragon kann ich wegwerfen, T-Shirt, komm weg. Firefly kann ich auch wegwerfen, Chipmunk, Attack Squid, brauchen wir eh nicht mehr. Allosaurus, Robo Gunner hatten wir schon gesehen. Cyclophosaurus. Ach, die Kleinen. Ah, die waren ja auch nervig. Waren ja auch ein bisschen nervig. So. Die können theoretisch. Auric Mantis kann weg. Slime kann weg. Bird kann weg. Das kann weg. Und jetzt haben wir wieder Platz im Inter. Yay. Cephadrome behalte ich mal, aber die sind wichtig. Crystal Urchin habe ich noch nicht gesehen. Nein! Nein! Das war jetzt dumm. Ich weiß, ich bin dumm. Danke, brauchst du mir nicht sagen. Ich weiß, ich sag's jetzt schon. Bird darf ich nämlich nicht wegschmeißen. Ich suche dir das Ganze hin. Kann ich hier so. Mantis. Nein, ich kann mit STQ hier nicht rauswerfen. Keine Ahnung, was hier los ist. Mantis kann weg. Robogana, T-Shirt, Chipmunk. Das weg. Das weg. Das weg, das weg. Niemals zu viel wegwerfen. Das ist immer mein Fehler. Und das weg. Und ja, das kann ich hier vielleicht dann bei Rüstung reintun. Und Wasser einmal. Reicht überhaupt noch? Weiß nicht. So. Mich wieder was zu mampfen habe. Und was weiß ich nicht alles. Crystal Urchin, was war denn das nochmal? Huh.
Er ist einfach verschwunden. Okay, drop das Kristallzeug. Wir gehen mal in die Unstable Enddimension weiter. Beziehungsweise ich brauche gar nicht mehr so Albert als. Oh nein, liegt überall Zeug rum. Nein, mein Inventar geht wieder voll. Wenn ich einen kurzen Weg nehmen will. Ich kann hier einfach Unstable Ends. Seht ihr schon? Ah, kann ich auch gleich einfach die nehmen. Ich wollte zum Zurückgehen, wollte ich mir eine Unstable End Spawn Eye mitnehmen, damit ich wieder zurückfahren schnell, oder? Brauchen wir das überhaupt? Nee. Nee. Brauchen wir nicht. Wir finden eh wieder ein Ei. So, geh ich wieder rein. Komm schon. Wir haben ein paar Dungeons noch nicht fertig gemacht, deswegen gehe ich nochmal hier rein. So. What? Cloud Shark. Ein Hai. So. Und mit dem Schwert. Ah, wir sind so stark. Hydrolisk ist auch ganz cool eigentlich. Spawn Skate. Was ist ein Skate? What? Das ist Skate. Hallo Skate. Gibt's Drinks unter anderem? War ich hier? War das genau das hier, wo ich hier schon mal war? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich müsste an der selben Stelle rausgekommen sein. Und demnach müsste ich auch, einer von den Dragon, die kann man zähmen übrigens. Und deswegen kann ich, frisst auch Fisch? Ich glaube, da frisst nur Ham, ne? Müsste ich noch Meat kriegen. Warte mal kurz. Will ich solchen gleich schon zähmen? Ich denke mal, ich nehme mal. Doch, können wir machen. Können den zähmen. Übrigens, die Äpfel, die nehme ich dann für später mal für Bossviecher. Ich brauche rohes Fleisch. Und ich glaube, der fliegt jetzt gerade gleich mal weg. Ich brauche dafür wahrscheinlich sonstiges irgendwas da. Sonstiges. Hier müsste rohes Fleisch noch drin sein, ja. So, und den rohen Fleisch kann ich den hier bestimmt zähmen. Kommst du her? Ja, jetzt mag er mich. So. Und mit diesem können wir dann eigentlich rumfliegen. Aber ich glaube, der macht das auch nicht mit Leertaste. Oder? Nee, der steigt auch nicht. Der steigt wie ein Zephyrdrum auch nicht. Ich verstehe nicht, warum. Die können nur über den Boden fliegen. So, und speziell mit A kannst halt hier, oder mit A und D müsste man Zeug schießen können. Ja, genau, geht da. So. Was war das hier nochmal? Das war eins mit Quartz. Ja, ich bin am überlegen. Wollen wir versuchen, das Dungeon hier reinzukommen? Komm, machen wir einfach mal. Nee. Yeah. Ich will eigentlich gar nicht schießen. Ich will gar nicht schießen. Dragon, nein, 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 schieß nicht. Er schießt auch trotzdem. Dragon ist ein bisschen schwer zu steuern. Bevor der mir hier alles zerschießt, geh mal weg, bitte. Ich gehe mal so hoch, in der Hoffnung. Und dann gucken wir mal, ob wir in dem Dungeon Problem für rein und wir raus können. So, und Alter. Ich soll gar nicht so viel Schaden kriegen. Wollen eine Äpfel. Kann sein, dass ich alles wieder alles wegbombt habe. Probier's halt so. Zur Not mit Gewalt. Oh ja, das geht. Oh, das geht. Das geht. Ich hab's geschafft. Oh, ich bin oben angekommen. So, und jetzt, ich glaube, müssen wir hier rein, ne? Allosaurus. Gibt's Emerald-Zeug drin? Spawner? Emerald Chestplate und sonst. Nee, brauche ich eigentlich gar nicht. So gut ist das gar nicht. Ruby ist besser. Und Ruby habe ich ja auch. Okay. Das ist meiner Stream. Oh, meine Streams sind auch cool. Muss ich auch mal noch zeigen, was das macht. Wow, wow, wow. Und ich glaube, man kann hier irgendwo runtergehen, ne? Ich, ja, genau. Hinten geht es weiter runter in die nächste Etage. Und mal gucken, was in der nächsten Etage uns erwarten wird. Holen Äpfel. Irgendwas, was uns wegschreddert, wahrscheinlich. Und T-Rexe. T-Rexe, T-Rexe. Aber Big Bird erklärt halt, ne? Big Bird erklärt. Bot of Enchanting. Ist nicht so der Hammer. Tricks. Oh, nein, 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 nein. Ich wollte es nur Tankern schaffen. Hups. Immer schön das Schwert ausgewählt lassen. Auch nichts. Experience Boots sind gut. Free Sword, naja, geht. Spawn gleich wieder nächste Runde oder so. Da ist nächste Runde. Experience Boots. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ja, aber Creeper Launcher. Naja. Und noch wieder dadurch. Ups. Ich gehe mal in die nächste Etage. Basilisk, nein, nein, die sind so nervig. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwas gibt, wie man das verhindern kann. Ich probiere die mal nicht anzugucken. Komm ich hier durch? Alter. Hier ist Amethyst-Zeug drin. Aber nee, 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 auch nicht so der Hammer. Die slowen einen so abartig niedrig.
Kann ich hier... Ja, okay, wenn ich drauf bin, ist das immer noch so langsam. Bin mir nicht sicher. Ich kann die hier nicht killen. Ich glaube, ich bin gleich tot, wenn ich Pech habe. Ja, ich glaube, ich hält das nicht so einfach. Ich habe auch zu viel Schrott dabei. Mein Hoverboard ist hier weg. Ich habe mein Hoverboard verloren. Oh, die sind so nervig. Einfach nur wegen dem Slowness-Effekt. Das ist so abartig. Das ist so abartig schlimm. Ich komme nicht voran. Ich sehe auch mein Hoverboard nicht mehr. Ich kann es nicht einsammeln. Habe ich es eingesammelt zufällig irgendwo? Ich weiß es nicht. Also dann sehe ich es ja kein Problem. Ich kriege die Basis ein Tod. Aber ich bin einfach zu Tode die ganze Zeit hier gedingst. Und es bringt nichts, auch wenn ich denen nicht ins Gesicht gucke. Ich habe das mein Hoverboard gekostet, die Aktion. Kann ich hier... nichts Besonderes mehr. Kann ich hier... Weg mit euch. Schon wieder. Komplett in die Ecke geworfen und komplett... Ich will mein Hoverboard wieder haben. Pieksten, die sammeln mich halt auf und dann, ne? Liegt da so viel Zeug rum, ich glaube nicht, dass ich das wieder kriege. Oh, dann geht's mich hier rumgeschlossen einmal. Da vorne schwebt's noch. Da schwebt's, ich kann's gar nicht ansammeln, weil es hier drauf schwebt. Okay, es liegt am Boden. Sehr schön, dass wir so viele Emeralds kriegen, aber damit kann ich leider gerade nichts anfangen. Ich bin wieder in die Ecke geworfen. Ich komme nicht nach vorne. Ich komme nicht dran. Ah. Und ich glaube, das muss ich in der nächsten Folge mal machen. Denn diese Folge ist auch schon wieder Ende entgegen. Das heißt, mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Lass krachen und tschüss.